Jasmin. Yes, so klappt es doch besser. Setz mich hier raus. Oh mein Gott, wie schick. Uiuiui. Jo, keiner sagt was. Alles klar, okay, das hätten wir schon mal. Alles gut. Hab keine Angst, kleines Kätzchen. Komm runter. Ich komme da nicht. Echt? Hä, aber warum war das so? Fandst du es so schwer? Schüler verirren sich im Schloss. Und Katzen erst recht. Ach so, Plumlee. Du findest dich sicherlich zurecht. Plumlee. Ich meine, anfangs kann es überwältigend sein. Manchmal verirre ich mich immer noch. Was fandst du am schwierigsten? Übrigens, willkommen bei Hufflepuff. Schön, dich bei uns im Haus zu haben. Der sieht so ein bisschen aus, als wäre er mein Freund. Danke. Freut mich auch. War das deine Katze? Nein, gehört einem Erstklässler, denke ich. Leider habe ich selbst keine Haustiere. Meine Mutter hält Ach, nicht viel von ihnen. Leid. Vor allem von magischen. Tut mir leid für dich. Ich finde magische Tierwesen einfach wundervoll. Das ist das Beste an Hogwarts. Niffler, Glumbumbel, Bowtruckles. Was ist ein Glumbumbel? Das hört sich an, als wäre es aus Rick and Morty. Vater hat mal einen Knuddelmuff mitgebracht. Mutter war stinksauer. Jedenfalls sehe ich besser nach, ob die Erstklässler die Katze gefangen haben. Hattest du schon mal ein Haustier, Arthur? Nein, meine Mutter ist Muggel. Und als der Knuddelmuff ihr die Zunge in die Nase gesteckt hat, musste er direkt zurück in den Laden. Knuddelmuff? Würde ich auch ungern, dass der Knuddelmuff mir die Zunge in die Nase steckt. Hat mich gefreut, Arthur. Ich hoffe, du findest die Katze. Danke. Pass auf, dass du dich nicht auch im Schloss verirrst. Ich passe auf. So. Ist der Hufflepuff-Neuzugang schon aufgestanden? Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Oh mein Gott, Professor Weasley wartet auf mich. Wir wollen sie nicht warten lassen. Ich finde es übrigens, das ist so ein schöner. Guck mal hier, kommst rein. Hufflepuff ist schon nice, ey. Hey. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. Besonderen Situationen als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Richtig. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Jetzt bin ich gespannt. Mein Schulbuch. Oh. Magic Man. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Auch nicht schlecht, das so zu introducen, ne? Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Ja, klar, da stecken wir doch mal das Lesen gleich ins Schulbuch rein. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Yes, ma'am. Professor Weasley, ich möchte Sie ja nicht hetzen, aber bitte laufen Sie ein Schrittchen schneller. Ich hab Bock. Hier lang. Ich war noch nie so motiviert, um in die Schule zu gehen. Wahnsinn. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben. Yes. Und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Oh, das ist eine Truhe. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gerne. Immer schön die Kisten aufmachen. Na? Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie. Revelio. Jetzt. Eieiei. Wirken Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Ah, okay. Hauselfen-Rezeptbuch, Handbuchstein. Eine Sammlung von Lieblingsrezepten der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte. Einige Gerichte wie eingelegte Lern. Handbuchseiten sammeln. Und wir müssen die sammeln, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Na dann. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss.
Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Auch sehr schön. Unser King's Cross sozusagen. Wird schon viel? Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem ja, Weg Ja, gar kein Problem, Hogsmeade, da gehe ich doch gerne hin. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Okay, das also... Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen reicht müssen. Aber. Also, die erzählt ja jetzt nicht ganz so krasse Sachen. Zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Na, also wenn ich stelle mich ja schon mal tausendmal besser an als der Typ da im Hintergrund. Er versucht jetzt zum dritten Mal irgendeinen Zauber zu wirken und es wird nichts. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figge hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn da man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Ja, nun, da hat man nicht so immer Einfluss drauf auf sowas, ne? Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Okay. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute Überwachungsstaat nach dem in Hogwarts. Mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Oh, jetzt müssen wir mit Figgy sprechen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Oh, oh, jetzt kriegst du Ärger. Ja, Sir. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Ich bin mal gespannt, wie viel Auswirkungen diese Entscheidung überhaupt haben werden. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Hm? Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, na? Warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Lulung Levioso. Ah, wir sehen sogar die Zauber, die kommen können. Verfolgen wir jetzt erstmal Levioso. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Aber ich wusste gar nicht, dass der in Hogsmeade am Start ist. Ist das so? Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß.
Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Bin gespannt, wie sehr verzaubert alles ist. Guck mal, oft nur, ja klar, ne, aber nur beim Hingucken. Hier nicht! Da haben schon die ersten Bilder, die nur Gemälde sind. Es gibt keine Reaktion! Guck mal, erster Blick hier raus. Yes! Ey, das sieht so gut aus, ist der Wahnsinn. Ah, guck, wie stabil die ist. Was? Einfach durch. Kommen wir da rein? Einfach so? Wo ist die maulende Myrte? Maulende Myrte. Maulende Myrte. Oh mein Gott. Ist es ein Easter Egg? Aha! Hier haben wir ein Easter Egg gefunden. Hier wird viel Safttrank im Klo gebraut. Wem haben wir Zaubertrankunterricht? Mit allen zusammen. Oh, und wir hier. Haben Lex. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Nati. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Was? Niemand? Hm? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Was? Wie gemein? Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. So, jetzt werden wir sehen, ob wir ein geborener Zauberer sind. Bam. Das war easy. Akio. Das war gar nicht übel. Das. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Oh oh. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach. Das ist die Funktion halt nachladen, ne? Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Warum hat denn der so einen dreckigen Mantel an? Was ist los mit dem? Okay. Okay, was ist da vor? Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Ja klar, schön den Neuzugang einmal vorführen. Kurzum, verkehren Sie die Kugel mit Aki. Wunderbar. Keine Sorge. Ach, ich muss die... Aki, wie eine Partie gucken. Sehr gut. Oh yes, man. Ausgezeichnet. Oh, das ist zu weit. Konzentration. Nein. Sehr gut. Punkte für Hufflepuff.
Punkte? Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Ich will es nochmal machen. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ja, komm. Komm nur her. Komm. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot. Aha. Verstanden? Na komm. Ach, die darf als erstes, oder was? Na bitte. 50 Punkte. Stabil. Aber das kriegen wir auch hin. Oh mein Gott, das war so hart an der Kante. Darf ich die auch flachsen? Zieh die einfach runter. Ah, nein! No. Sehr beeindruckend. Konzentration. Nein, nein, nein. Hey, das machst du nicht. Hey. Jetzt habe ich angefangen, mit unfairen Tricks zu spielen. Also werde ich das jetzt auch bei dem letzten Ball. Jetzt muss es funktionieren. Komm schon, komm schon. Nope. Hat mich perfektes Ergebnis. Hat es mich bemerkt. Oh. Ha, ha, ha. Aber es war ein bisschen dumm. Ich hätte es eigentlich runterhauen müssen. Aber ich hab's gewonnen. Darum geht's. Yes, man. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Oh, oh. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Okay. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Bin diese ich gespannt. Runde entscheidet alles. Gut zu. Pass du mal auf hier, ey. Nimm dich auseinander. Oh, oh. Wir lassen den genau jetzt vorbei. Jetzt holen wir es uns ran. Oh! Nope. Jetzt nicht die Fassung verlieren. Nein! Dann machen wir mal. Oh mein Gott! Wind jetzt etwa gegen uns? Oh, wir müssen alles auf eine Karte spielen. Wir müssen es da durchziehen. Komm. Ja, okay, wir haben wenigstens 50. Der hat auch 50. Ah. Ihr verkackt sie jetzt nochmal. Höllend. Wir müssen den da jetzt rausziehen und den anderen da vorne runterschmeißen. Nope, nope, nope. Oh, Schiede, ich hab verkackt. Oh mein Gott, ich war so dumm. Nazi siegt einfach. Nazi, nein, verflucht seist du. Okay, die kommt auf jeden Fall sehr auf die Crucio-Liste. Alle beide. Gute Arbeit. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Hier ist sowas von den Krutsche gekommen. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Von Ouagadou? Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Ui. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt. In nicht? Einer ganz neuen Schule. Und ich meine, ey, ich bin ein Millennial. Was soll ich machen? Natürlich liebe ich Harry Potter und ich muss es spielen. Ist das alles? Umbarda! Oh, oh! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen...